Hallo Leute und willkommen auch heute wieder zu einer kleinen Eilmeldung, die sich zur Abwechslung mal aus zwei verschiedenen Themen zusammensetzt. Also praktisch schon ein Mini-Mini-Mini-Vlog, bevor ich mich dann später an den ausführlichen Themenzettel setze. Auch heute wieder zur bereits fortgeschrittenen Stunde, aber wer noch ein wenig am Adventssonntag ausruht und jetzt doch ein bisschen Lust auf Irrsinn hat, der kriegt jetzt was für zwischendurch. Und da legen wir auch direkt los mit der harmloseren Meldung, nämlich vom MDR. Die haben mitgeteilt, dass es in Stendal nun einen Beschluss gab, nämlich von verschiedenen Parteien, CDU, FDP, Pro Altmark, die nun entschieden haben, dass das sogenannte Deutschland-Ticket ab 2024 für die dortigen Buslinien nicht mehr gilt. Wir sehen also, der Flickenteppich setzt sich langsam in Gang. Immer mehr Unternehmen bekommen mit oder auch immer mehr Landkreise, Regionen kriegen mit. Wirklich finanzierbar ist es nicht. Also kostendeckend lässt sich somit keine ÖPNV betreiben. Und ist zwar ein schönes politisches Prestigeprojekt, klingt ja erstmal ganz gut, 50 Euro, zack, durchs ganze Land fahren. Problem ist nur, wenn es utopisch ist, wenn es nicht umsetzbar ist, wenn die Knete einfach nicht da ist und ein Bus eben nicht von Luft und Liebe fährt und Bahn und sonstige Verkehrsmittel auch nicht, ja, dann muss man eben wenig abwägen zwischen Ideologie und Realität. Da muss man dann irgendwo einen Mittelweg finden. Und aktuell scheint da eben keiner gefunden zu sein, denn die Finanzierung auf Deutschland bezogen, also deutschlandweit die Finanzierung, ist ja sowieso noch in den Sternen stehend, weiß ja noch keiner so richtig, wer nun welchen Teil davon bezahlt, was der Bund zahlt und was die Länder. Und in den Kommunen sieht es noch viel kuddelmuddelmäßiger aus. Da ist es nun so, dass es in dem Fall nur um 40.000 Euro geht, aber es wurde dagegen gestimmt, diese 40.000 Euro an Zuschüssen zu zahlen, damit man mit dem Deutschlandticket auch in Stendal Bus fahren kann. Das führt dazu, dass man für die Buslinien in Stendal, sind wohl 6 Stück, die davon betroffen sind, könnt ihr nachlesen, wie gesagt, im MDR, dass man dafür dann künftig wieder gesonderte Tickets lösen muss. Haben ziemlich viele aus der Kommunalpolitik dafür gestimmt, dass diese Zuschüsse nicht gezahlt werden. Die Grünlinge, die beiden Abgeordneten, die waren nicht anwesend, aber mit einer überwiegenden Mehrheit ist festgelegt wurden, die 40.000 Zuschüsse, die werden nicht bezahlt. Also dann aus Steuermitteln an der Stelle, aus öffentlichen Mitteln, aus Mitteln der Gemeinde. Und ja, die logische Konsequenz ist, dass der ÖPNV-Betreiber dann sagt, ja, wir brauchen aber die 40.000, weil wir können nicht kostendeckend arbeiten. Wenn wir die nicht kriegen, ja, dann müssen wir unsere eigenen Tickets verkaufen. Und ich würde fast vermuten, das ist der erste Kiesel, der ins Rollen kommt, denn das wird viele, viele andere Kommunen ganz genauso betreffen. Und auch wenn das jetzt banal klingt, 40.000 Euro, also das ist ein Haufen Arsch, da müssen wir nicht drüber reden, aber im politischen Kontext ist es ja doch relativ überschaubar viel. Auf Bundesebene geht es da um Millionen, teilweise um Milliarden, je nachdem, welchen Zeitraum man anschaut. Aber für so eine kleine Kommune, für so eine kleine Stadt, Stendal ist nicht ganz so groß, sind 40.000 eben schon das ist heftig. Und die müssen sie auch erstmal haben. Und auch den Städten, den Gemeinden, den Landkreisen geht es immer schlechter unter dieser Ampel. Auch denen fehlt ohne Ende Geld. Auf der einen Seite sollen sie da die ganze Zeit irgendwelche Leute aufnehmen, obwohl sie überhaupt keine Immobilien, keine Infrastruktur dafür haben. Dann sollen sie die Shows auch noch selber zahlen zu großen Teilen. Und jetzt sollen sie dann eben auch noch Zuschüsse in ÖPNV buddern, damit man der Ampel ihr Prestigeprojekt nicht kaputt macht. Dass das so auf Dauer nicht funktioniert, ist, denke ich, absehbar, ist klar. Und in Stendal hat man nun die ersten Symptome des Ganzen. Da werden die 40.000 nicht locker gemacht. Und somit gilt das Deutschland-Ticket dann in ganz Deutschland, außer in den Bussen in Stendal. Ja, mal sehen, wie lange es dauert, bis dann die nächste Stadt mitteilt. Ja, unser ÖPNV kann davon aber auch nicht überleben. Also wir müssen auch wieder Tickets verkaufen. Und dann so praktisch durch die Hintertür das grüne Vorzeigeprojekt auch wieder zu den Akten legt. Denn na klar ist die Idee ganz schön, dass man für einen überschaubaren Preis durchs ganze Land fahren kann. Aber wie gesagt, die Kosten müssen eben wieder reinkommen. Und auch die ÖPNV-Unternehmen haben immer höhere Ausgaben zu tätigen. Personalausgaben, Bürokratie, Kraftstoff in erster Linie, das wird ja alles teurer. Nur verdient die Hampel nicht schlecht dran. Also alleine, was sich die Hampel an Kraftstoffsteuern in die Tasche steckt, das ist schon, naja, damit könnte man einige 40.000 Euro Zuschüsse ans ÖPNV-Unternehmen zahlen. Also es ist schon ein ordentlicher Brocken Geld, um den es da geht. Den die Nahverkehrsunternehmen jeden Monat zahlen müssen, um überhaupt erstmal ihren Dienst anbieten zu können. Und wenn man auf der anderen Seite, auf der Habenseite eben immer weniger hat, beziehungsweise kaum noch nennenswerte Beträge, bleibt nicht allzu viel hängen für das einzelne Unternehmen, ja, dann ist doch klar, dass das so nicht klappt. Kann der Bus eben nicht von fahren. Aber warten wir mal ab, wie es damit nun weitergeht. Uns wird immer noch erzählt, das wäre die Verkehrswende und der Individualverkehr ist böse und ihr sollt gefälligst alle ÖPNV fahren. Blöd nur, wenn der ÖPNV zusehends Alarm schlägt, weil er sich darüber gar nicht finanzieren kann. Und nein, anderen noch mehr Geld wegnehmen und künstlich irgendwas subventionieren, wird das Problem nicht lösen. Gucken wir uns aber die zweite Meldung an. Die geht nämlich in eine sehr, sehr ähnliche Richtung, jetzt auf etwas größerer politischer Basis.
Wir haben nämlich einmal mehr neue Hetze gegen die Schuldenbremse. Ist ja auf dem SPD-Parteitag ein ganz großes Thema, beim Fokus auch mittlerweile alle paar Tage. Und da treibt es nun Blüten, dieser Feldzug gegen die Schuldenbremse. Das ist schon, da muss man erstmal drauf kommen, das ist ziemlich kreativ. Beim Fokus wird uns nämlich erzählt, die Schuldenbremse, wenn wir sie denn behalten, die Sorge dafür, dass wir alle länger arbeiten und später in Rente, länger arbeiten müssen und später in Rente gehen können. Ach, das ist die Schuld der Schuldenbremse. Okay, also soweit ich weiß, ist dieses, die Leute sollen gefälligst ackern bis umfallen, relativ verbreitet seit vielen Jahren schon und bisher hat man das nicht auf die Schuldenbremse bezogen, sondern auf ein demografisches Problem, was man in diesem Land hat, dass man irgendwann eben mehr ältere Leute, und man hat ja jetzt schon mehr ältere Leute als Nettosteuerzahler, und dass sich das dann irgendwann nicht mehr trägt. Also es trägt sich jetzt schon nicht mehr, aber noch waren ja Rücklagen da, noch ist es nicht so sehr aufgefallen. Also irgendwann kracht es einfach zusammen, wenn mehr Leute was aus dem Topf rausnehmen als Leute sind, die was reingeben. Das ist völlig klar. Aber neu an der Stelle ist, dass man jetzt anfängt zu sagen, wenn man die Schuldenbremse nicht aufweicht oder reformiert oder abschafft, dann müsst ihr alle länger arbeiten. Halte ich für ein Gerücht. Es wird damit argumentiert, die haben da so ein paar Ökonomen befragt und beziehen sich da auch teilweise auf Umfragen aus 2021, also ganz kurios. Die argumentieren das aber damit, dass die Sozialausgaben ja einer der größten Posten sind im Haushalt und davon ganz besonders die Renten zu Buche schlagen. Was dabei aber nicht erwähnt wird, ist, dass die Rentner zuvor jahrzehntelang erstmal ihr eigenes Geld abgedrückt haben, um diesen Saftladen überhaupt am Laufen zu erhalten bzw. aufzubauen. Also alles, was politisch gerade schaltet und waltet an allen möglichen Stellen, das ist durch die jetzigen Rentner finanziert worden. Und da sollten sie vielleicht mal kleinere Brötchen backen und darüber nachdenken. Jetzt so zu tun, als wären die Rentner da so große Schmarotzer, die nur nehmen. Also das ist einfach nur erbärmlich, denn ohne die Rentner säße keiner mit einer fetten Diät im Bundestag. Aber gut, Rentner sind dran schuld. Und deswegen würde das ja heißen, dass man, wenn man die Schuldenbremse einhalten möchte, also weniger in die Miese gehen will, noch weniger Sondervermögen aufmachen will, dass dann alle gefälligst länger arbeiten müssen, weil man sich die Rente dann nicht mehr leisten kann. Also ich habe da eine andere Idee, liebe Ökonomen und lieber Fokus. Wie wäre es denn, wenn man bei den Milliarden spart, die man aktuell jährlich für, in meinen Augen, Nonsens rausballert? Man könnte beispielsweise 8 Milliarden einsparen, indem man vor der Renske einfach mal ganz gepflegt den Mittelfinger hochkurbelt. Wenn der irgendwohin schießen will, dann soll das gefälligst selber zahlen, wie das jedes andere Land auch muss. Weiterhin könnte man bei diversen Subventionen in irgendwelche, wo auch immer liegenden Länder sparen, wo sich auch zusehends die Leute fragen, warum bezahlen wir denen eigentlich Geld? Wofür? Warum zur Hölle zahlen wir Entwicklungshilfe an China oder an Indien? Wofür? Also wenn es so weitergeht, müssen die uns Entwicklungshilfe zahlen, dann überholt haben sie uns ja schon auf diversen Ebenen, vor allem wirtschaftlich gesehen. Aber irgendwann kehrt sich das um, dann ist Absurdistan keine angebliche Industrienation mehr, weil unsere Industrie, die ist ja dann schon in China, dann sind wir die von den Chinesen mit Entwicklungsgeldern unterstützt werden müssen. Also das sind so Sachen, da muss ganz genau geprüft werden, was wird denn da eigentlich wohin verschifft an Geld. Genauso, was irgendwo zu dubiosen NGOs geht. Da könnte man den Rotstift ansetzen. Das wäre der erste Kostenposten im Haushalt, wo man rigoros streichen müsste und auch ohne große Probleme fürs Inland könnte. Wenn das nicht reicht, dann wäre der nächste kausale Schritt, die eigene Verwaltung zu hinterfragen. Also wenn man die Geldgeschenke schon eingedampft hat, wenn man das wirklich auf ein Minimum gekürzt hat, dann muss man gucken, was gibt man eigentlich selber aus. Und zwar für den eigenen bürokratischen Irrsinn. Da hängen die eigenen Diäten dran, da hängt der gesamte Verwaltungsapparat dran. Wo kann man denn da einsparen? Was ist denn wirklich sinnvoll und was ist einfach nur Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, um die eigenen Leute unterzubringen? Und da müsste dann genauso rigoros eingedampft werden. Und wenn das gemacht wurde, dann kann man andere Kostenposten anschauen, unter anderem, wenn es denn gar nicht anders geht, auch bei beispielsweise der Rente. Ist immer noch widerwärtig und meiner Meinung nach hochgradig verwerflich, eben weil die Rentner jahrzehntelang mehr als die Hälfte ihres Eigentums abgetreten haben an die Ampel. Aber das wäre dann irgendwas, wo man noch sagen könnte, ja, sie haben ja alles andere versucht. Aber da wir gerade bei Sozialabgaben sind, sollte man vorher auch noch einen anderen Aspekt mitbedenken, lieber Hampel und liebe Ökonomen und lieber Fokus oder lieber Lokus. Denn Sozialabgaben sind ein Riesenfeld, ist richtig. Renten sind da nicht ganz unerheblich wichtig. Aber aktuell kehrt sich das ja fast schon ein bisschen um. Zu den Renten, die sich das erarbeitet haben, also die haben da wirklich richtig was dafür getan, dass sie jetzt im Alter noch ein paar Jahre dann mal was ein bisschen von ihrem eigenen Geld zurückkriegen. Zu dem Kostenposten gesetzt sich ja noch ein weiterer, nämlich Geldgeschenke an
Leute, die mitunter noch nicht so lange hier leben, Leute, die schon länger hier leben, aber für ihren eigenen Lebensunterhalt nicht aufkommen möchten. Sicher kriegen auch Leute Unterstützung, die tatsächlich aus unterschiedlichen Gründen nicht auf eigenen Beinen stehen können. Sei es jetzt aus gesundheitlichen Gründen oder weil sie das zeitlich gar nicht schaffen, irgendwie mit Kindererziehung und so. Sicher kann man jetzt streiten, muss man einen Haufen Kinder haben, wenn man sie nicht für seine eigene Familie sorgen kann. Aber das ist eine andere Thematik. Aber das kommt eben auch noch dazu. Man hat viele, viele Gruppen von Leuten, die keine Rentner sind, die aber trotzdem Steuergelder von anderen, die ihr eigenes Leben finanzieren, beziehen. Und da muss ganz klar differenziert werden, in welchem Fall ist es richtig, sinnvoll oder richtig ist individuelle Meinungsgeschichte, kann ich nicht festlegen. Aber in welchem Fall ergibt es rational einen Sinn? Sinn ist zum Beispiel dargegeben bei Leuten, die wirklich nicht für sich selber aufkommen können, weil sie gar nicht in der Lage sind, für ihr Leben da Geld ranzuschaffen. Geht einfach nicht aus gesundheitlichen Gründen. Oder eben, wo so Sachen im Hintergrund stehen, unverschuldeten Job verloren, Firma pleite gegangen und das ganze Gedöns. Ja, natürlich muss man da helfen. Und auch wenn das da ein paar Jahre dauert, dann ist es eben so. Oder wenn jemand gar nicht arbeiten kann aus gesundheitlichen Gründen, ist auch in Ordnung. Aber das betrifft ja nur einen relativ überschaubaren Teil der Bevölkerung. Man hat aber eben auch noch einen Teil, da ist es mit dem Können vielleicht in vielen Fällen eher so ein, vielleicht möchte man ja gar nicht. Und da muss man ganz genau schauen, ob das denn so finanziert werden muss in der Größenordnung, wie es aktuell der Fall ist. Wenn nichts entgegensteht, dass jemand für sein eigenes Leben aufkommt, in welcher Form auch immer, ja, warum zur Hölle sonst dann die anderen tun müssen? Das wäre Punkt 1, wo man bei den Sozialabgaben rigoros einkürzen müsste. Und dann auch prüfen, ob Leute, die sich noch nicht so lange hier aufhalten, ob die tatsächlich unbedingt volle Alimentierung im Sozialsystem benötigen. Da könnte man sicher auch die ein oder andere Million noch sparen. Und wenn man das dann gemacht hat, dann lieber Fokus, kann man überlegen, ob es denn immer noch unerlässlich ist, dass man beispielsweise schaut, was denn die bösen, bösen Rentner so von ihrem eigenen Geld wiederkriegen. Dann kann man sowas anfassen, aber nicht vorher. Aber damit kommen wir erstmal zum Ende. Wir sehen, wie da die Stimmungsmache betrieben wird in der Mainstream-Presse. Die Schuldenbremse sorgt dafür, dass ihr alle länger arbeiten müsst. Was ist der Sinn solcher Artikel? Na, ihr sollt natürlich die Schuldenbremse scheiße finden. Dass die Schuldenbremse eigentlich dafür gedacht ist, um sich eben nicht zu überschulden, damit man nicht in den Bankrott schlittert. Ja, das fällt dann mal hinten über. Wir haben ja schon mitbekommen, nächstes Jahr soll die Notlage nur ausgerufen werden. Hat die SPD drauf plädiert auf ihrem Parteitag, um Geldgeschenke an Fodorenski machen zu können. Also wirklich Gaga. Sowas verhindert die Schuldenbremse, dass man ohne Sinn und Verstand Geld aus dem Land rausschafft und sich dadurch in Schulden stürzt, die nie und nimmer zurückgezahlt werden können. Aber natürlich ist eine Schuldenbremse ungemütlich, weil man dann weniger Geld verschenken kann und weil das auch lobbytechnisch ungünstig ist, denn da gibt es vielleicht auch so eine oder andere Gefälligkeit, die man sich möglicherweise beim Dinner versprochen hat, wie auch immer. Ist doof, wenn man da keine Milliarden verschleudern kann, weil da die Schuldenbremse Nein sagt. Und da ist es natürlich viel angenehmer, wenn man sich der Schuldenbremse entledigen kann. Da ruft man dann die eine oder andere Notlage aus, ob die wirklich existiert oder nicht, interessiert dann auch keine Sau mehr. Oder man versucht eben die öffentliche Stimmung gegenüber der Schuldenbremse kippen zu lassen. Denn bisher ist die Schuldenbremse doch sehr positiv bewertet, weil viele Leute durchaus selber auf die Idee kommen, es ist keine gute Idee, sich hoffnungslos zu überschulden. Und wenn viele Leute denken, dass es keine gute Idee ist, dann muss man versuchen, dafür zu sorgen, dass die Leute denken, dass es doch eine gute Idee ist, sich zu verschulden. Indem man bei den Leuten persönlich ansetzt, sagt, ihr müsst aber länger arbeiten, wenn ihr die Schuldenbremse behalten wollt. Ist dann eure eigene Schuld. Überlegt euch das. Wenn wir einfach noch mehr Schulden machen, dann geht das Land zwar noch weiter vor die Hunde und eure Kinder, Enkel und Urenkel und was auch immer, die werden nie wieder auf den grünen Zweig kommen in diesem Land. Aber das ist alternativlos, weil sonst müsst ihr alle länger arbeiten, damit wir unsere Milliardengeschenke verteilen können. Das Letzte sagen sie nicht mehr dazu. Also es ist einfach nur perfide, was da abläuft. Aber das ist nun mal hampische Logik. Und die Medien springen mal wieder voll in die Breschen und sind da als Erfüllungsgehilfen mit dabei, um die böse, böse Schuldenbremse den Leuten möglichst madig zu machen. Genau wie Grenzkontrollen. Die sollen jetzt auch madig gemacht werden. Da habe ich zumindest das Gefühl. Haben wir ja letzte Woche mehr oder weniger live erleben können in Polen, bei Frankfurt. Oder haben wir schon drüber geredet, müssen wir nicht nochmal neu aufrollen, sonst sitzen wir jetzt in einer Viertelstunde hier noch und reden über Grenzkontrollen. Aber da sieht man einmal mehr, wie völlig katastrophal geplant das wurde. Die Grenzkontrollen an sich können da nichts für, aber das, wie es ausgeführt wird, ist sowas von dilettantisch, dass man sich wirklich die Frage stellt, also kann man so dumm sein? Und wenn man da auf das Ergebnis kommt wie ich und da ein großes Fragezeichen dahinter setzt, also da doch
berechtigte Zweifel anmeldet, dann kommt man nicht umhin zu meinen, ist es vielleicht beabsichtigt so, damit die Leute genervt sind, damit die Leute von sich aus keine Grenzkontrollen mehr wollen. Denn Grenzkontrollen werden ja in der Bevölkerung auch positiv betrachtet. Aber politisch gesehen hasst man ja Grenzkontrollen. Ist ja blöd für Schleusergeschäft und so. Und wenn man die Bevölkerung dazu bringt, Grenzkontrollen ganz doof zu finden und zu fordern, dass sie wieder abgeschafft werden, ist es ja angenehmer, als wenn man das selber politisch sagt, man will ja gar keiner haben. Eine ähnliche Herangehensweise sehe ich jetzt aktuell bei der Schuldenbremse. Den Leuten einreden, sie wollen ja selber eigentlich gar keine Schuldenbremse haben. Aber nachher gibt es dann, vielleicht auch, kommt drauf an, ob ich einpenne oder nicht, aber geplant ist, dass wir uns dann nachher noch zum Fleckchen sehen. Um welche Uhrzeit will ich noch nicht genau sagen. Wir haben heute Morgen schon Frühstücksfernsehen gemacht. Deswegen genießt euren Abend erstmal, nicht ärgern lassen. Und dann bis später.